Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und ja, heute mit einem Unboxing. Und zwar müsste das die G3 sein, ne? Genau, die G3. Von Cottezella haben wir das Paket gekriegt, gerade erst bekommen. Lieferzeit ist ja keine Woche. Ja, nicht so schnell wie Begadi. Aber mal sehen, wie das jetzt so aussieht hier mit den Lieferungen. Wir sind jetzt hier im Garten, deswegen sieht das Licht, aber naja. Schön viel Füllmaterial, schön gepolstert, ist ja auch eine teure Waffe. Da ist sie auch schon. Und? Einmal eine Mount dazu. Rail Mount. Kannst du direkt... Für G3 und MP5. G3, ja okay. Wie teuer war die? 14,95 Fahrmetall. Okay. So, da haben wir auch schon das gute Stück. Jetzt schauen wir mal weg hier. So. Wie man schon sieht, von GSG importiert. Mhm. Mit festem Schaft ist die, ne? Klar. Ja. Die wollen wir vielleicht als Sniper umbauen. Und da ist sie auch schon. Wunderschön. So, im Lieferumfang. Natürlich. Die G3. Was ist das? Das ist die Wangenauflage. Sehr schön. Die G3. Was ist denn da vorne mit dem Sightless? Als etwas schmutzig, sonst alles in Ordnung. Okay. Okay. Magazin Release. Vollmetall. Wir sehen das Teil gerade zum ersten Mal. Ja. Okay, nach hinten ziehen, ausklappen. Die Schraube ist locker. Okay, ein abmontierbares Zweibein. Okay, hier ist so eine kleine Schraube. Da vorne, wenn man das jetzt sieht, hier halt mal in die Sonne ein bisschen hoch. Ja, da die kleine Schraube. Ja, was ist sonst noch drin? Ich habe den Eindruck, okay. Die Schutzkappe. Ein Reinigungsstab mit abgeflachter Spitze zum Säubern, auch mit Säuberungsende. Sehr gut. War zum Beispiel bei der Sniper nicht dabei. Kugeln, ja, okay. 0,2, nicht die Schwesten, aber Fire Bullets 2. 0,2 Gramm von GSG. Und jetzt? Noch ein Karton. Okay. Und hier ist jetzt noch ein Paket. Akku. Akku, ja, denke ich mir auch. Ne? Akku, Ladegerät. Mal der Standard-Akku. Okay, das war's. Ah, das war's von unserem. Hier seht ihr noch ach, was. Da ist noch. Okay, wie kriegt man's raus? Ich meine, es ist der Schlüssel zum Magazin. Ich weiß aber nicht. Vielleicht zum Federnachspannen oder sowas. Plastik? Aus ABS, na egal. ABS mit Metallspitze oder? Nee. Ja, das war's von unserem Unboxing. Demnächst auch noch das Review, genaueres Unboxing und alles kommt noch. Ja, bis zu einem neuen Video und ciao.